Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 64. Lesung aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums von James Edgen Wiley aus dem Jahre 1850. Ein zwar 170 Jahre altes Buch, aber wie wir inzwischen gelernt haben, immer noch ein sehr, sehr aktuelles Buch. Nun, manchmal werde ich auch im, wie sagt man das so schön, im Eifer des Gefechts mal so weit weggetragen, dass ich mich nicht mehr 100% konzentriere auf die Lesung. Das ist mir anscheinend letztes Mal passiert, weil ich habe fast eine ganze Seite vergessen zu lesen, nachdem ich in die eine Fußnote reinging letztes Mal. Das fiel mir dann erst nach der Sendung auf, deswegen müssen wir heute noch mal kurz zurückgehen in das Kapitel, das wir letztes Mal abgeschlossen haben, werden dann noch mal gut eine Seite von lesen und danach werden wir dann mit dem neuen nächsten Kapitel anfangen und das bringt uns dann natürlich wieder ein wenig näher an das Ende des Buches. Ich muss ehrlich sagen, so langsam finde ich es richtig schade, dass das Buch irgendwann mal aufhört, weil es durchgelesen ist. Von mir aus könnte das in der Hinsicht ewig weitergehen. Ich finde den James Edgen Wiley wirklich einen begnadeten Autoren zu dem Thema, das er sich hier ausgesucht hat. Er war ein sehr bekannter protestantischer Schreiber und ich habe letzte Woche ein neues Buch von ihm entdeckt im Internet, weil das bei einem Video von Adrian McQueen von Even at the Doors erwähnt wurde, das ich zwar schon jahrelang hatte, das Video, oder ja vor Jahren gesehen hatte, aber das Buch war mir noch nie aufgefallen. Da waren sehr interessante Zitate drin. Das Buch ist von 1888, James Edgen Wiley ist 1890 gestorben, und das Buch heißt Welcher Souverän, Königin Victoria oder der Papst? Und da konnte ich nicht anders, als zu probieren, mir das Buch zu bestellen, weil als PDF gibt es das nicht, dass man sich das als komplettes PDF gratis runterladen kann. Das geht nur Seite für Seite. Und da habe ich 55 Pfund bezahlt, um mir das Originalbuch aus dem Jahr 1888 zu bestellen. Und das wird innerhalb von 14 Tagen hier ankommen. Sehr, sehr interessant. Leider natürlich in Englisch und nicht in Deutsch. Aber alleine schon der Titel, Welcher Souverän, Königin Victoria oder der Papst, gibt mir natürlich noch eine dritte Antwortmöglichkeit, wo ich sagen kann, es gibt nur einen Souverän und der ist Jesus Christus. Also weder die Königin noch der Papst, aber es ist natürlich die Frage, was akzeptieren die Menschen hier auf dieser Erde? Und damit stellt James Edgen Wiley im Grunde die Frage, wem gehorchen wir? Unserem Herrn oder unserer Herrin hier, der Königin, oder dem Papst? Oder wenn wir der Königin gehorchen, gehorchen wir vielleicht auch dem Papst? Steht der Papst vielleicht über der Königin? Regiert vielleicht die geistige Kraft des Papsttums über der weltlichen Macht? Wie weit ist das zu dem Zeitpunkt fortgeschritten, als James Edgen Wiley das Buch geschrieben hat, Ende des 19. Jahrhunderts? Ich bin gespannt, das Buch in die Finger zu bekommen und zu lesen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Möglichkeit, Auszüge davon oder was auf Deutsch mal zu bringen. Auf jeden Fall bin ich dankbar dafür, dass ich da wieder ein neues Buch entdeckt habe von diesen fantastischen Autoren. Und ich habe auch entdeckt, dass Alexander ein neues Lied geschickt hat heute. Und ich habe das noch kurz vorm Essen heute in ein Video verarbeiten können. Und jetzt hören wir uns erstmal Alexander seine wundervolle Musikarbeit zur Einstimmung dieser 64. Lesung heute an. Bitteschön. Wer ist unter euch weise und mit Wissen ausgestattet, der zeige, dass sein gutes Verhalten seine Werke mit Sanftmut, die von der Weisheit kommt, kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Streit in euren Herzen habt, so verherrlicht euch nicht und lügt nicht wider die Wahrheit. Lüg nicht wieder die Wahrheit.
Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern ist weltlich, sinnlich und teuflisch. Denn wo Neid und Eifersucht und Streit, Zwietracht, da ist Instabilität. Unordnung, Aufruhr, Verwirrung, Tumult und jede böse, verdorbene Tat. Die Weisheit aber, die von oben kommt, ist zuerst rein, dann friedvoll, sanft und leicht zu bitten, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Ohne Parteilichkeit und ohne Heuchelei und ohne Heuchelei. Und die Frucht der Rechtschaffenheit wird gesät im Frieden von denen, die Frieden machen. Und die Frucht der Rechtschaffenheit wird gesät im Frieden von denen, die Frieden machen. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Wieder mal ein sehr, sehr schönes Lied von Bruder Alexander, wofür herzlichen Dank. Und jetzt gehen wir, wie gesagt, in die 64. Lesung. Nochmal zurück ins dritte Kapitel über die allgemeine Propaganda. Ab hier, wo es lila angestrichen ist, habe ich halt vergessen weiterzulesen, nachdem wir hier in die Fußnote gegangen sind und auf Seite 440 uns diese Tabellen angeguckt haben über die allgemeine Übersicht, die Anlage und Verteilung der römischen Missionsstationen auf dem ganzen Erdball. Und deswegen lese ich jetzt nochmal ab dem ersten Absatz hier im dritten Kapitel Allgemeine Propaganda. Die Pläne der römischen Kirche erstrecken sich weit über die Grenzen des alten Römerreichs hinaus. Wo britische Macht und britischer Unternehmungsgeist einen Pfad öffnet, da kommt der römische Missionar und pflanzt seine geistliche Tyrannei unter der freien Flagge von Britannien. Die Anlage und Verteilung der römischen Missionsstationen auf dem ganzen Erdball kann man im Anhang unter der allgemeinen Übersicht sehen, und das haben wir uns letztes Mal angeschaut, ist dem beabsichtigten Zwecke, die Herrschaft trotz aller Hinderung zu erlangen, vollkommen angemessen vorgenommen worden. Die bewährte Fähigkeit der Kirche, die bewährte Zähigkeit der Kirche birgt für die Konsequenz in der Fortsetzung des Begonnenen. Ganz abgesehen von dem zivilisierten Europa, wo die Seelenretter allenthalben in der Prachtfülle kirchlicher Würdenträger auftreten, begegnen wir ihren Sendboten und Niederlassungen in den Donaufürstentümern, wo asiatische Barbarei und europäische Verfeinerung sich berühren. In Mesopotamiens und Syriens Ebenen, an allen Grenzen des Islam, in Indien, wo britische Bildung in Förderung des evangelischen Christentums ihnen bis jetzt den Rang abgelaufen hat, in China, wo die Stereotypen, Ideen und Gebräuche des himmlischen Reiches durch die Einwirkung britischen Verkehrs erheblich zerschmelzen müssen, in Australien, Ozeanien und in Amerika, vom Kap Horn bis nach Kanada. Und immer wird die alte Praxis geübt, die Völker, ehe europäische Bildung sie berührt, ehe ein Strahl des Christentums sie erleuchtet hat, sogleich unter das Joch der Kirche zu zwängen. Auch hier gehen wir noch kurz in eine Fußnote, in der der Autor sagt, mehr als 40 unabhängige Gesellschaften sind in den zwei Hauptinstituten,
nämlich in der 1622, Entschuldigung, durch Antichrist Gregor den 15. gegründeten und durch dessen Nachfolger Antichrist Urban dem 8. erweiterten Propaganda zu Rom und in dem Institute der Auswärtigen Missionen zu Paris zentralisiert. Fast nur durch freiwillige Beiträge werden sie erhalten, namentlich letzteres. Außerdem ist von Marzion eine auch Handelszwecke verbindende ozeanische Sozietät vor einigen Jahren gegründet worden. Ihr erstes Schiff, L'Arche d'Alliance, also die Arche der Allianz, ist kürzlich nach der Südsee abgegangen. Sie soll jetzt 4 Schiffe besitzen. Ihre Zweiggesellschaften in Italien, 3 Hilfskomitees umfassend, 1845 auf 30 Jahre gebildet, hat Aktien emittiert, für welche sie 5% Zinsen garantiert und schlägt die Dividende zum Kapital. Das genuesische Komitee hat ein Schiff angekauft, welches mit reicher Ladung und etwa 40 Missionaren an Bord im September 1847 unter Segel ging nach Valparaiso, Tahiti, Neukaledonien, Macau, Hongkong und Nordchina. Ersichtlich ist auf Tahiti nur der Anfang der Bedrängung der evangelischen Mission von Seiten der römischen gemacht. Das ist genommen aus der Zeitschrift Christian Record 1847. Und dann gehen wir nochmal weiter in dem Text. Da wird kein nachhaltiger Unterricht erteilt, sondern nur der Name gewechselt. Kein Glaubensbekenntnis gefordert, sondern nur die Erklärung der Unterwerfung unter die Kirche. Rom ist imstande, aus Heiden in einem Tag so viel tausend, zwischen Anführungszeichen bitteschön, Christen zu machen, als der Missionar, welcher Gottes Wort predigt, bei der angestrengtesten Fähigkeit in seinem ganzen Leben nicht einzelne bekehren kann. Jedes Mittel, jede Akkommodation ist kirchlich sanktioniert und unvergessen soll bleiben das Blutbad, welches 1847 im Frühjahr, kein volles Jahr vor Ludwig Philipps Sturz, die Jesuiten, denen es gelungen war, französische Kriegsschiffe zu ihrer Disposition zu erhalten, in Cochinchina anrichteten. Cochinchina, das ist ein Ausdruck, den kennen viele nicht, so nannte man früher Vietnam. Es ist ein englischsprachiger Wikipedia-Artikel zur Verfügung über das Bombardement de Turan aus 1847, den ich dann hier in dem Buch auch mit zur Verfügung stelle. So kann man sich ein wenig mehr über die vom Autoren hier erwähnten Vorfälle informieren. Ja? Also die Jesuiten, denen es gelungen war, französische Kriegsschiffe zu ihrer Disposition zu erhalten, in Cochinchina anrichteten. Unvergessen die an Tahiti vollbrachten Schandtaten, wo dieselben Missionare ein blühendes Paradies des Christentums Schöpfung betraten, Entschuldigung, ich habe einen Kloß im Hals heute, um des Landes Königin zu entthronen und die Insel mit Feuer und Schwert zu verwüsten, weil ihre Bewohner, die vom Götzendienst zum Christentum sich jüngst bekehrt hatten, nicht rückfällig werden wollten. Also einmal sie von Jesus Christus gekostet hatten, wollten sie nicht in die idolatorische und abergläubische Sonnenanbeterreligion Roms zurückkehren. Und das ist ein Teil, den ich letztes Mal nicht gelesen habe. Wir schließen das jetzt eben nochmal ab mit einer Fußnote, in der wir nochmal lesen. Es gibt eine päpstliche Münze zu Ehren der Jesuiten, auf welcher diese als Dominicanes, die Jagdhunde des Herren, die Jagdhunde des Herrn auf Ketzer nämlich dargestellt sind. Ne? Domini steht für göttlich und canis ist das lateinische Wort für Hund. Das Gepräge zeigt eine Dogge mit einer brennenden Fackel im Maul vor einer Kugel mit dem Motto: Was wollte ich lieber, denn es brennete schon. S. Duller sagt: Die Jesuiten, wie sie waren und sind. Das ist, was auf dieser Münze geprägt ist, der Jesuiten, die Jagdhunde des Herrn sind. Also ich würde eher sagen, die Hunde des Teufels. Und ich habe versucht, zu dieser Münze ein Bild zu finden im Internet, aber ich habe es nicht geschafft, da etwas auszugraben. Das überlasse ich dann gerne anderen, die vielleicht sagen, von ich habe mal hier eins gefunden. Den Link könnt ihr dann ja gerne mal in die Beschreibungsbox des Videos tun, wenn ihr das dann findet.
Und jetzt scrolle ich eben ein paar Seiten weiter, weil das ist genau der Rest dieses Artikels über die Propaganda oder dieses Kapitels, was wir letztes Mal bereits gelesen hatten. Und wir finden uns dann jetzt zurück zum Rest dieser Lesung im nächsten, vierten Kapitel des fünften und abschließenden Buches dieses Werkes mit dem Namen Die Aussichten des Papsttums. Und jetzt wird es natürlich wirklich interessant. Jetzt geht ja der James Aitken Wiley, kann man ja schon sagen, beinahe in eine Prophezeiung hinein, um zu sagen, von was sind denn die Aussichten des Papsttums? Nun, im Prinzip würde man sagen, von ja, jeder, der eine Vorhersage macht, das ist immer ganz, ganz schwierig und wenn das nicht eintrifft, dann ist dieser auch kein Prophet. Nun, man muss kein Prophet sein, um die Aussichten des Papsttums an die Wand malen zu können. Man muss nur die Bibel lesen, da steht nämlich drin, wie es zu Ende geht. Aber wie sich das genau jetzt in dieser Welt entwickelt, das ist natürlich schon hier und da eine interessante Sache. Und ich denke, dass James Aitken Wiley hier doch ein paar Punkte anführt, die für uns auch noch neu sind und interessant sind. Gesellschaften wie Individuen ernten, was sie gesät haben. Und in den Krämpfen und Kämpfen der Gegenwart erntet Rom die Frucht des reichlich gesäten Aberglaubens und Despotismus. Das Papsttum kämpft jetzt seinen dritten großen Kampf. In dem ersten, gegen das Kaiserreich, war es glücklich. Im zweiten, gegen das Christentum in der Person der Waldenser und Albigenser, ebenfalls. Der dritte ist der gegen den atheistischen Kommunismus, der gleichzeitig mit mehr und minder heftiger Gewalt in allen katholischen Ländern Europas entstanden ist und den Rom selbst verschuldet hat. Weil es der Vernunft und dem Glauben Gewalt angetan, dem menschlichen Geist so lange in Fesseln geschlagen hat. Darum entfesselt sich dieser mit umso furchtbarer Gewalt und Satan hat den Vorteil davon. Der Aberglaube ist der Vater des Atheismus. Also, da Rom eine abergläubische Religion ist, oder der römische Katholizismus eine abergläubische Religion ist, ist Rom eben auch der Vater des Atheismus. Das heißt gegen Gott oder anstatt Gott. Atheismus, der im Prinzip behauptet, es gibt keinen Gott. Und dieser Glaube, diese Religion, weil Atheismus ist auch eine Religion, kann nur aus dem Aberglauben entstehen. Und der Vater des Aberglaubens ist der Gegenglaube, das ist Babylon, gegründet durch den Satan. Also Satan und sein weltlicher Vertreter, der Papst und seine weltliche Kirche, die römisch-katholische Kirche, ist der Vater unter anderem auch des Atheismus. Hätte man in Frankreich dem Nationalgeiste keine Befriedigung, seine Befriedigung im Christentum, in der freien Entfaltung calvinistischer Lehre gewährt, er wäre nicht zum Skeptizismus, allgemeinen Unglauben, ja, zum Atheismus fortgeschritten. Und die Bluttaufe der Anarchie, welche aus Voltaires Lehre entsprang, wäre dem unglücklichen Lande erspart geblieben. So aber hat der aus dem römischen Aberglauben erzeugte Skeptizismus Europa angesteckt und die Massen gegen alle göttliche und menschliche Autorität erregt. Die Brut der Revolutionen, welche jetzt Europa quält, das 19. Jahrhundert war voll von Revolutionen, die Lieder des Kommunismus, welche es jetzt zu zerfleischen droht, die Hyder, ja, das ist Hyder ist eine Art Schlange, glaube ich, ne? Die Hyder des Kommunismus, welche es jetzt zu zerfleischen droht, sie haben in der römischen Kirche ihre Gebärerin und die darf sagen, Zitat, rings um mich toben Schrecken und Geschrei von der an meiner Brust gesenkten Brut. Die ungeheure Schwierigkeit, mit welcher alle Regierungen, vorzugsweise aber die papistischen, zu ringen haben, ist der Umstand, dass die Lehrsätze des Systems, deren Annahme von Seiten der Menge sie in den Stand setzte, die Massen nach Gefallen zu leiten, jetzt jenen allgemeinen Glauben nicht mehr finden und dies bringt eine bedenkliche Machtschwächung zuwege,
weshalb eben in der Mangelung eines geistigen Rückhaltes Staats- und Kirchenregierungen sich genötigt sahen, zu der rohen physischen Gewalt allein ihre Zuflucht zu nehmen. Wer aber möchte glauben, dass dies auf die Länge so fortdauern könne? Uns erscheint das unmöglich. Wohl dürfte leicht durch irgendeine eintretende größere Veränderung der Dinge in Europa, namentlich wenn es der Kraft und dem Genie einer einzelnen hervorragenden Persönlichkeit gelänge, ein allgemeines geistiges Übergewicht in unserem Erdteil zu gewinnen, das Papsttum einen neuen Triumph feiern, möglicherweise für Jahrhunderte wieder ans Ruder kommen. Solange es sich aber nur auf das Schwert stützt, wird es dem Hasse der Massen nicht entgehen, seinen Ruf als Unterdrücker des Geschlechts behaupten und damit die Aussicht auf dauernde Herrschaft mehr und mehr verlieren. Der Bund der Hierarchie mit dem Despotismus kann auf die Dauer zur Kräftigung des Papsttums nicht dienen. Und so wie die Volksrache in der ersten und zweiten französischen Revolution sich vornehmlich gegen die Priester wendete, die derselben 1848 nur entgingen, weil sie so schlau gewesen waren, sich mit Politik nicht offenkundig zu befassen, so würde es bei einem neuen Ausbruch ebenfalls unfehlbar geschehen, wenn die Verbindung des Papismus und Despotismus in den römisch-katholischen Staaten liegt zu klar am Tage. Wie ein Wir haben ja auch kennengelernt, dass ein Kommunismus selber die katholische Kirche genährt, wenn auch nicht komplett erschaffen hat. Und ja, wenn sie jetzt hier direkt Sachen der Gewalttaten ausführt, kommt sie ja selber in Fokus und wird Ziel des Hasses. Und wenn sie jetzt hier halt so Systeme fördert, die ihren Zwecken dient, und die selber brutal sind, dann lenkt sie von sich und man stürzt sich dann auf den Kommunismus, aber über den steht ja noch der andere, das Papsttum, das wird ja nicht erkannt. Und jetzt dämmert es mir auch, wieso man wahrscheinlich in China den Kommunismus installieren musste, als Zwischenschritt zumindest, weil man erstmal da deren Kultur und die Kaiser dort und so weiter vernichten musste. Und so ist das wahrscheinlich der Kommunismus ein Zwischenschritt, um da wieder in Richtung des Papsttums einen Schritt weiter zu gehen. Ja, das waren also jetzt meine Gedanken. Was du in Bezug... Ach Mensch, ich habe echt so einen Mist in der Stimme heute. Was du damit zum Ausdruck bringst, gerade mit den China, ist ein Punkt, den ich auch anhole in meiner englischen Lesung, die ich im Augenblick mache, Vietnam, Why Did We Go? Da wird ja auch ein wenig auf die Geschichte der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche im 16., 17. und 18. Jahrhundert eingegangen, um eben auch die Vorgeschichte des Vietnamkrieges verstehen zu können. Und da ist es also so, dass wir deutlich aus der Geschichte sehen, dass die Jesuiten es damals nicht geschafft haben, da von oben herab ihren Glauben über die Regierenden, also über die Kaiser und über die Kaiserinnen, ihren Glauben zu verbreiten über das Land und damit das ganze Land katholisch zu machen. Das hatten sie ursprünglich versucht. Das ist aber gescheitert. Ja? Es gab eine chinesische Kaiserin. Ich kann euch da mal eben ein Bild zeigen. Und zwar habe ich das in meiner letzten Lesung herausgebracht, die jetzt am 22. Januar erst rauskommt. Da habe ich das Bild auch gebraucht. Die heißt Helena Wang oder Empress Dowager Helena Wang. Und Helena ist ein angenommener Name für ihr, den sie angenommen hat an Gedenken an die Mutter von Konstantin. Ja? Sie hat sich selber gesehen als die Mutter des chinesischen Reiches, das zum Katholizismus sich bekehrt. Und sie hat sogar ihren Sohn Konstantin genannt. Also in Anlehnung an das 4. Jahrhundert, wo wir ja Konstantin hatten und dann seine Mutter Helena, die ja dann der Geschichte nach Jerusalem ging und da angeblich das Kreuz Jesu Christi entdeckt hat und noch ein paar andere, diesen ganzen Schmarren, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber es geht eben darum, dass die Helena die Kaiserin Mutter ist, die mit Konstantin damals das Römische Reich geleitet hat, und zwar zu der Zeit, als das Christentum heidnisiert wurde.
oder das Heidentum christianisiert, wie man das jetzt auch gerade ausdrücken will. Und diese Kaiserin hat also den Namen Helena angenommen und ihren Sohn den Namen Konstantin gegeben, weil die war den Jesuiten absolut hörig. Und über diese Kaiserin haben sie versucht, dann die ganze höhere Hierarchie der Führenden in China katholisch zu machen. Und durch diese Katholisierung der Führungsriege, nenne ich jetzt mal, des Landes, dafür zu sorgen, das ganze Land katholisch zu machen. Aber das ist missglückt. Und die Jesuiten sind damit gescheitert und mussten ihre Strategie ändern. Und das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Marius. Ein Zwischenschritt, dass sie durch den Kommunismus jetzt China katholisch machen. Wobei Kommunismus im Allgemeinen ja assoziiert wird mit Atheismus, also Ungläubigkeit. Aber Atheismus ist genauso eine heidnische Religion wie der Buddhismus, der in China regiert wird. Und wenn man dann die beiden gegeneinander aufwiegelt, ja, hegelische Dialektik, Thesis, Antithesis und daraus kommt die Synthesis. Dann habe ich auf der einen Seite den Buddhismus, habe ich auf der anderen Seite den Atheismus. Ich werfe die beiden gegeneinander und was habe ich als Synthese? Katholizismus. Und das ist genau das, wo wir im Augenblick sind, wo die im Augenblick mitarbeiten. Also ein sehr interessanter Punkt, den du da machst. Schlussendlich dürfen wir nicht vergessen, der Kommunismus entspringt dem Gedankengut des Teufels, ist absolut entgegen dem, was Gott predigt, was Gott in seinen Geboten den Menschen predigt auch, weil Kommunismus ist eine Regierungsform, wenn man das so nennen will, die nur wenige favorisiert und den ganzen anderen Rest der Menschen unterdrückt. Weil Kommunismus, so wie er im Buch geschrieben steht, wenn man solche Bücher liest, wie zum Beispiel das Kommunistische Manifest von Karl Marx oder sowas, das ist reine Utopie. Das funktioniert nicht mit Menschen, die immer nach Macht und Erfolg streben. Ja, kann man da nicht machen. Also das ist ein sehr interessanter Punkt, dass wir da jetzt mal eben drauf kommen, dass diese chinesische Kaiserin da im Grunde, die war absolut umgedreht, den Jesuiten absolut hörig und ihr Sohn namens Konstantin dann eben auch. Aber da haben die Jesuiten es nicht geschafft, das große Reich zu bekehren. Auf ihrem traditionellen Wege, wo sie es ja sonst immer machen. Sie infiltrieren ja immer die Herrscher des Landes, proselytieren diese Herrscher zum Katholizismus und dann von da aus beherrschen sie das ganze Land. Das hat in China nicht funktioniert und deswegen haben sie dann eine andere Taktik gegriffen und sind auf den Kommunismus übergegangen. Und heutzutage, in 2021, sehen wir, wie dieser Kommunismus in China sich ganz langsam, still und heimlich verändert in eine, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Demokratie. Aber eine diktatorische Demokratie, genau wie sie in Deutschland ist. Ne? Deutschland haben wir ja auch eine diktatorische Demokratie. Nein, das ist kein Oxymoron, Demokratie und diktatorisch. Das ist wohl überlegte Wortwahl von mir, die ich hier gebrauche. Aber dann muss man auch sagen, dass dann die Chinesen standhafter waren als die Europäer. Also die ließen sich da nicht umdrehen durch die Herrscher und Europa ist dadurch gefallen. Da mussten sie erstmal, also die Jesuiten, da in China einen zweiten Versuch mit anderer Technik starten. In Europa waren sie mit der ersten direkt erfolgreich, oder irre ich mich da? Naja, in Europa war es ja so, das ganze Europa war ja heidnisch. Also wir sprechen jetzt vom 4. Jahrhundert, ne? Von der Zeit von Konstantin, oder wo sprichst du von? Ja. Ne? Ja, ja. Das ganze Europa war ja heidnisch, dass wir ja wissen, dass die Religionen aus Babylon kommenden über Medo-Persien, Griechenland und Griechenland dann in Rom. Wir wissen ja von ganz, 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 ganz vielen griechischen Göttern, die ja in Rom einfach nur umbenannt wurden. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Namen aufzuzählen, da bin ich auch nicht so gut drin, das kann Michael viel besser als ich. Aber wir wissen ja, dass viele von diesen griechischen Göttern auf einmal römische Namen bekommen haben und dann mit der Christianisierung des Heidentums in Rom diese römischen Götter dann christliche Namen bekommen haben. So wie heute zum Beispiel immer noch die Statue von Jupiter aus dem Pantheon in den Petersdom gesetzt, als Petrus dasetzt. Ne? Das ist genau das beste Beispiel dafür. Oder wie eben auch die Maria, die Mutter von Jesus Christus, zur Himmelskönigin ernannt wurde. Und wie die ganzen anderen Götter, die haben wir in Babylon Mysterien drüber gesprochen, erinnerst du dich vielleicht noch, da haben wir von den kleineren Göttern und den größeren Göttern gesprochen, also
Götzen, ne, des Römischen Reiches, die dann alle umgetauft wurden in die verschiedenen Heiligen. Und heute sind das der Heilige der und die Heilige die, und das sind alles im Grunde nichts weiter als die alten heidnischen Götter. Das ging von daher ziemlich leicht, weil das eine Usurpation war. Hier in China war es anders. Die haben da den Buddhismus, und der ist sehr fest verankert in der Tradition der Menschen. Und die wollten sich nicht so einfach verändern lassen, genauso wenig, wie sie sich in Vietnam haben verändern lassen wollen. Das haben wir ja mit dem Vietnamkrieg auch gemerkt. Vietnam ist heute immer noch ein buddhistisches Land, hauptsächlich. Der Katholizismus spielt eine untergeordnete Rolle, aber der Katholizismus ist die regierende Macht dort. Und das haben wir jetzt in China auch. Durch den Kommunismus ist der Katholizismus die regierende Kraft in Russland, in China. Und wird jetzt mehr und mehr und mehr, wird da in China aus dem atheistischen Kommunismus der Katholizismus. Und das ist genau das, was ich sagte. Wirft die beiden großen Massen, Buddhismus auf der einen, Atheismus, also Kommunismus, kommunistischer Atheismus auf der anderen Seite gegeneinander, reibt die gegeneinander auf, und was du überbehältst, ist der Katholizismus. Und das ist, was am Ende aus China rauskommt, was da übrig bleiben wird. China wird ein erzkatholisches Land, ohne es verstanden zu haben. Und was dabei natürlich hilft, das ist das, was ich schon oft gesagt habe, das Video, das ihr euch unbedingt anschauen sollt, wenn ihr Englisch könnt, Richard Bennett, Vatican Control Through Civil Law, also vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz, weil wir eben alle auf diese Art und Weise katholisch gemacht werden, ohne Religion dabei zu haben, weil die römisch-katholische Kirche ihr römisch-kanonisches Recht über das zivile oder bürgerliche Recht der Staaten stellt und die bürgerlichen Gesetzbücher alle an das römisch-katholisch-kanonische Recht angepasst werden müssen. Und wenn das zu 100% passiert ist, dann hast du einen hundertprozentig katholischen Staat, dann hast du sogar, würde ich beinahe sagen, einen, zwischen Anführungszeichen, Gottesstaat dort. Genau das, was sie damals in Paraguay geschafft haben, was sie jetzt auch zum Beispiel in China wieder machen. China ist doch so ein höriges Land. Die Menschen dort sind so obrigkeitshörig. Dagegen ist Belgien ja noch aufsässig, um das jetzt mal zu sagen. Aber in China gebrauchen sie ja Mittel und Wege, um die Leute sowas von obrigkeitshörig zu machen. Und das hilft dann natürlich, eben dieses römisch-kanonische Gesetz dabei zu haben und die Leute eben auch von ihrer uralt eingesessenen Tradition des Buddhismus wegzubringen, der ja eigentlich eine sehr friedliche Religion ist. Ne? Ja, und sollte da doch was schief gehen, dann wird man dem Kommunismus die Schuld geben und nicht dem Katholizismus. Ja, egal, wem man die Schuld gibt, am Ende, wie gesagt, reibst du den Atheismus-Kommunismus gegen den Buddhismus gegeneinander auf und übrig bleibt der Katholizismus. Wenn es nicht schief geht, wenn sich das weiter ausbreitet, dann haben wir den Kommunismus weltweit. Das ist der Plan des Teufels, ja. Deswegen bringt der Papst solche Schreiben raus wie Fratelli Tutti und Caritas in Veritate. Und ich glaube, der Alexander hat sich doch letztens auch Caritas in Veritate mal angeschaut und wohlgemerkt, wie weit die europäische Agenda da in der Hinsicht schon fortgeschritten ist, wenn er da inzwischen schon mal reingeschaut hat. Ne? Bin noch dran. Bist noch dran, ja. Ich wollte das Papier ja auch irgendwann mal lesen, aber das hat ja mit Victor damals nicht geklappt. Werde es vielleicht mal alleine irgendwann demnächst vielleicht mal schaffen. Ja. Ja. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ende des ersten Absatzes hier, ne? Ja? Soll ich mal fortfahren oder hast du noch einen Punkt, Marius? Aber danke für deinen Beitrag. Fand ich sehr gut, dass du das mal gebracht hast. Ja. Wie also ein. Punkt hätte ich noch. Ah ja, bitte. Wenn man, also ich schaue es jetzt auf dem historischen Kontext an, was noch wichtig ist. Mhm. Ich denke auch für die Zuhörer, das zu erblicken. Ich denke, das Römische Reich unter Julius Caesar und so. Man muss sich das auch vor Augen halten, das hat ja wirklich Europa besetzt und nicht Asien. China, das war ja nicht unter römischer Flagge. Nein, wir sprechen von der damals bekannten, zwischen Anführungszeichen, zivilisierten Welt. Ja. Genau, und darum, die Jesuiten kamen ja erst später, im 16. Jahrhundert, und hatten Einfluss genommen auf China. Das kommt in der Lesung von Griesinger sehr gut zur Sprache, denn auch die Missionierung dort. Richtig, deswegen bin ich ja gerade noch eben darauf eingegangen, wie sie damals halt versucht hatten, über die Regierungen das Land zu gewinnen. Nun, die Jesuiten sind aus China niemals rausgeflogen, ne? Nein, anders als in Japan, ne?
die Jesuiten sind dort niemals rausgeflogen, weil sie die Herrscher immer in der Hand hatten über ihre Astronomie und Astrologie. Ne? Da waren ja auch ein paar sehr bekannte Figuren, auf deren Namen ich jetzt im Augenblick nicht komme. Die Augenblick im Augenblick dachte ich, in Griesinger hatten wir die besprochen, die da an zu Pass kommen. Die sich ja mehr oder weniger als Chinesen schon ausgegeben haben. So Europäer, die so ja, gekleidet und alles waren, dass sie schon fast wie Chinesen aussahen. Die Jesuiten sind da niemals rausgeflogen. Und das ist ein ganz großer Vorteil für sie selber. Sie haben immer weiter geschafft, das Land in ihre Richtung umzudrehen. Und das schaffen sie heute auch noch. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, das, was wir heutzutage als Kommunismus kennen, das wird natürlich in der Zukunft über die ganze Welt übergestülpt werden. Das ist des Teufels Absicht. Er will dasselbe machen, ich sage es jetzt mal, wie Gott machen will, nur umgekehrt. Das ist jetzt ein Widerspruch, dasselbe machen, nur umgekehrt. Also da, wo Gott etwas gut macht, macht der Teufel dasselbe, nur er macht es im Schlechten. Er macht die andere Seite der Medaille. Ich will das mal so sagen. In dieser neuen Weltordnung macht er alles eins und wir sind alles eins und wir sind alle gleich. Ja, es gibt keine Unterschiede mehr, es gibt ja keinen Rassismus mehr, keine Rassen mehr, es gibt keine Leute mit Migrationshintergrund mehr, weil jeder hat einen Migrationshintergrund und so weiter und so weiter. Alle sind sie gleich. Ja? Im Christentum sind sie auch alle gleich. Aber im Christentum sind wir alle gleich in Wahrheit und im Geist, wie wir Gott anbeten und folgen. Hier auf dieser Erde sind wir alle gleich, weil wir mehr oder weniger gleich gemacht werden und weil Ungleichheit unterdrückt wird und weil es die Gleichheit im Satanismus ist und nicht die Gleichheit im Christentum. Ja, das ist der große Unterschied damit bei. Und das ist das, das ist die Wahl, vor der wir heutzutage stehen. Ich meine, wir bibelgläubige Christen nicht. Wir haben unsere Wahl getroffen, unsere fundierte, unsere begründete Wahl. Keine Wahl aus freiem Willen, sondern eine Wahl aus Gründen, weil wir die Bibel gelesen haben, weil wir die Bibel verstehen, weil wir Gott kennengelernt haben, weil wir Gott anfangen zu begreifen, weil wir an Gott und Jesus Christus und seine Werte glauben. Deswegen wir auf der einen Seite und die, die das nicht haben, auf der anderen Seite, die dann eben dem anderen Gott oder dem anderen Götzen dieser Welt folgen. Und da hast du wieder genau den gleichen Konflikt, den wir von Anfang an haben, nämlich Gut gegen Böse, der sich auch wieder heute wieder fortsetzen wird. Und die Leute werden dann dieser angeblichen friedlichen Lösung folgen, wobei in der Bibel ganz klar geschrieben steht, wenn sie Frieden und Sicherheit rufen, dann wird großes Ungemach über sie kommen. Und das ist genau der Augenblick, in dem wir im Augenblick sind. Die ganze Welt ruft nach Frieden und Sicherheit. Sicherheit in Zeiten von Corona, ja? Die Sicherheit, doch sicher sich angesteckt zu werden, doch sicher sich impfen zu lassen und, und. Die ganze Welt strebt nach Frieden auf der Erde mehr oder weniger und Gesundheit und Vorausgang und Wachstum und solange es mal positiv ist. Und ja, alles miteinander teilen, weil wir sind ja alle Brüder und Schwestern, wir sind ja alle gleich. Lasst uns nie darüber sprechen, was uns dividiert. Lasst uns nur darüber sprechen, was uns zusammenhält. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils hat sich inzwischen so in die Köpfe der Menschen reingesetzt, dass sie überhaupt nicht mehr verstehen, dass sie hier einem falschen Götzen hinterherlaufen. Und so wird dann letztendlich diese neue Weltordnung eben auch entstehen. Dass eben der Kommunismus den Leuten so schmackhaft gemacht wird, dass sie in diese Falle reinlaufen. Und wenn sie dann erstmal in der Falle sind, wenn sie erstmal im Sack sind, dann wird der Sack irgendwann zugemacht und dann kommst du da nicht mehr raus. Genau wie diese schöne Parabel aus dem Film Gott ist nicht tot. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Da gibt es diese schöne Szene ziemlich zum Ende des Films hin, wo dieser erfolgreiche Geschäftsmann seine demente Mutter im Altersheim besucht. Und er sagt, ach Mutti, du bist der beste Mensch, den ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Du bist herzensgütig, du hast Leuten immer nur geholfen, du warst immer nur gut. Und guck, wo du bist, sitzt hier mit deiner Demenz im Krankenhaus und guck mich an. Ich bin der schlechteste Mensch, den ich kenne. Ich habe Erfolg, ich habe Frauen, ich habe dicke Autos, ich habe ein dickes Portemonnaie und, und. Und auf einmal dreht seine Mutter sich zu ihm um und sagt, ja, der Mensch, wenn er nicht weiß, was er tut, er macht, was er will und er fühlt sich gut bei dem, was er macht und er fühlt sich frei und alles ist gut. Aber im Endeffekt
merkt er dann nicht, dass auf einmal hinter ihm die Tür zugeht und er gefangen sitzt in dem Gefängnis und dann will er raus und dann kann er es nicht mehr. Das ist jetzt ungefähr sinngemäß gebracht, ist schon eine Zeit lang her, als ich den Film gesehen habe. Und dann guckt der Sohn sie ganz erstaunt an, so nach dem Motto von, was erzählt die denn da? Und dann dreht sie sich zu ihm um und sagt, und wer sind Sie nochmal? Also sie ist da ganz genau drauf eingegangen, was für ein lotterliches Leben das er fühlt und wie gut er sich damit fühlt, bis er dann irgendwann zur Strafe mal bekommt, dass er da selber gar nicht mehr rauskommt. Und das ist genau das, was in dieser Welt jetzt eben auch passiert. Der Teufel gibt den Menschen eine bestimmte Sicherheit und mit der Sicherheit lassen sie sich locken und können sie ihren Lebensgelüsten frönen, können sie tun, was sie wollen. Das ist ja nach Aleister Crowley genau das ganze Gesetz. Tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein. Und sie leben nach ihren eigenen Lüsten und genau so bekommt der Teufel sie. Und das ist genau das, wo wir heutzutage hingehen. Ja. Mei, müssen wir nochmal in das Buch zurück. Aber danke, Alexander. Wolltest du noch was sagen oder war das so dein Punkt, den du machen wolltest? Nein, es war der Punkt. Dankeschön. Ja, ja. Gut. Also, dann lesen wir weiter jetzt am zweiten Absatz nochmal. Wie ein trockener Wind über den Gewässern hat der Aberglaube die Lebenskräfte des römischen Katholizismus verwüstet und ausgedörrt. Der Sozialismus ist der böse Engel, dessen Sendung aus der Hölle Gott zugelassen, um das Heer seiner Feinde zu schlagen. Der moralische Summum der Gesellschaft, das Wort kenne ich jetzt nicht, Summum. Ab und zu habe ich mal ein Wort auch mal nicht nachgeschaut, müsst ihr mir verzeihen, das verstehe ich jetzt nicht. Die Reformation kam als ein Bote Gottes mit Heilsverkündung, ein Prediger zur Buße. Die Menschen taten nicht Buße und der Engel kehrte heim zu seinem Entsender. Nun kommt der rationalistisch oder pantheistisch gefärbte Kommunismus und verkündet, dass Tag und Stunde des Gerichts für den Papismus gekommen. Wo der Unglaube stark ist, da ist der Papismus schwach. Der Rationalismus und Pantheismus ist verbreitet über das ganze nördliche Deutschland. Ob zum größeren Unheil des Protestantismus oder des Romanismus, dürfte schwer zu entscheiden sein. Aber beide verlieren, Gottlob, täglich mehr Terrain in den oberen Schichten der Gesellschaft. Ein kräftiger evangelischer Lebensodem durchweht Deutschlands Universitäten und seine evangelische Geistlichkeit ermannt sich mehr und mehr zu religiöser Wiedergeburt. Die innere Mission arbeitet kräftig, druckt Traktate und alte fromme Schriften, bildet Bibelgesellschaften und fördert die Kolportage. In einer Fußnote lesen wir hier, welch ein wirksames Mittel für den Bau des Gottesreichs gerade dieser Zweig der inneren Mission ist. Das beweist am besten der wütende Hass, welchen die römischen Priester gegen denselben hegen. Einen echten Multramontanen ergreift Schauder und Zittern, wenn er einen evangelischen Traktat sieht oder gar einen Kolporteur begegnet, der Katholiken damit versorgt. Dr. Marriott, der unvermüdliche Kämpfe gegen Rom für Christi Reich, weiß davon zu erzählen. Also ein Kolporteur ist hier jemand, der diese heretischen Schriften unter Katholiken verteilt. Und ein Samum ist ein Sandsturm, habe ich jetzt beigestellt in das Forum. Dankeschön, okay, danke. Nochmal eben zu dem Zusammenhang, wo habe ich denn das Wort hier gelesen, auf der Seite davor, ne? Steht hier oben, ne? Samum, hier. Der Sozialismus ist der höchste Engel, dessen Sendung aus der Hölle Gott zugelassen, um das Heer seiner Feinde zu schlagen. Der moralische Sandsturm der Gesellschaft. Danke für das eben rauszusuchen, Marius. Diese Anstrengungen, von denen auch das katholisch regierte Sachsen und Bayern nicht unberührt bleiben, müssen einen heilsamen Wechsel in Deutschland zugunsten der reformatorischen Prinzipien bewirken. Ja, das ist ein interessanter Satz. Ne?
diese Anstrengungen, von denen auch das katholisch regierte Sachsen und Bayern nicht unberührt bleiben, müssen einen heilsamen Wechsel zu Deutschland, in Deutschland zugunsten der reformatorischen Prinzipien bewirken. Das war dann zum Ende des 19. Jahrhunderts auch gelungen. Und in einer Fußnote lesen wir hier, möge es so sein. Wie viele aber gibt es leider, die echte Protestanten sein wollen und doch die unermessliche Wichtigkeit und unbedingte Notwendigkeit der inneren Mission nicht einsehen. Anmerkung des Übersetzers. Also mit anderen Worten, es gibt viele, zwischen Anführungszeichen Protestanten, die eben nicht den Protest als erstes auf ihrer wehenden Fahne gegen das Papsttum tragen, sondern die nicht die Wichtigkeit und unbesichtige Notwendigkeit dieser inneren Mission nicht einsehen. Die Mission, sich zur Bibel zu bekehren, zur Bibel und zur Bibel alleine, weil das ist wahrer Protestantismus, weil die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, wer Christus ist, und sie sagt uns, wer Antichristus ist. Und man kann nicht Christus predigen, ohne den Antichristen zu predigen. Wie wir euch vielleicht noch erinnert, aus Sendung 54, wo ich das noch erwähnt hatte. Ein Zitat von William Tyndale übrigens. Und ja, das weiß ich nur, weil ich gerade eben noch die Premiere gesehen habe. So ein gutes Gedächtnis habe ich sonst nicht. Aber soweit habe ich es behalten. In der Schweiz sieht es ähnlich aus, sagt der Autor, wie in Deutschland. Und Frankreich ist mehr als je vergiftet durch Voltaires Theorien. Und wenn die höheren Klassen jetzt mehr und mehr an Rom sich anschließen, die Kinder der Enzyklopädisten mit geweihten Herzen umherlaufen, weil sie hoffen, der Priesterschaft werde es gelingen, die Massen von der Teilnahme an der Politik zurück in die Kirchen zu treiben, so weiß der Christ, was davon zu halten ist. Er weiß, dass die niederen Klassen, wenn auch durch die Polizeimaßregeln jetzt ganz zum Schweigen gebracht, dadurch nur feindlicher gegen das Bestehende werden. Na, das ist doch mal ein interessanter Satz im Lichte unserer Corona-Zeiten. Lesen wir es nochmal. Er weiß, dass die niederen Klassen, wenn auch durch Polizeimaßregeln, jetzt ganz zum Schweigen gebracht, dadurch nur feindlicher gegen das Bestehende werden. Deutschland entwickelt sich im Augenblick zu einem Polizeistaat. Durch Polizeimaßregeln wird das Volk zum Schweigen gebracht. Aber dadurch werden sie nur noch feindlicher gesinnt gegen das bestehende Regime sein. Also sehr aktuell, was er hier im Jahre 1850 schreibt. Die zum Erschrecken leeren Kirchen von Paris, Lyon und allen großen Städten werden deutlich genug. Und auch dem jüngsten Kinde der französischen Laune, dem napoleonischen Taumel, wird es nicht gelingen, hierin eine Besserung herbeizuführen. Er wird verdampfen und Rom wird innerlich auf Frankreichs Boden nicht stärker sein. Wohl aber ist dieser Boden ein lockendes Feld für die Mission des Evangeliums. Hören wir darüber Merle Daubigny auf einer der letzten Versammlungen der Foreign Aid Society in London. Ja, Merle Daubigny war ein Autor, der geschrieben hat, ein protestantisches Werk, das nennt sich Die Geschichte des Protestantismus. Auf einer der letzten Versammlungen der ausländischen Hilfsorganisation oder Gesellschaft in London. Zitat. Der Odem des Herrn geht durch dieses Land, schreibt unser Evangelist Merle Daubigny. Im östlichen Frankreich bietet sich allenthalben eine offene Tür und ich weiß nicht, wohin zuerst mich wenden. Ein anderer schreibt, es ist unmöglich, keine Versammlungen zu halten, denn so wie man in ein Haus tritt, finden sich sogleich alle Nachbarn zusammen. Bereits bestehen ja auch durch Gottes Gnade lebensvolle, nur aus bekehrten römischen Christen gebildeten Gemeinden in der Bourgogne.
Während Dr. Wiseman, ja, wir erinnern uns, der Kardinal aus Mitte des 19. Jahrhunderts aus England, Gott sei Dank seine aus Konvertiten bestehende Gemeinden in England aufzuweisen hat. Während Dr. Wiseman, Gott sei Dank, keine aus Konvertiten bestehende Gemeinde in England aufzuweisen hat. Also, da ist es nicht gelungen, viele Protestanten zum Katholizismus zu bekehren. In Paris selbst erfolgen die Übertritte zur Kirche des Evangeliums fort und fort massenhaft. Weiter südlich hat der Unglaube bekanntlich so tiefe Wurzeln, als in Frankreich nicht geschlagen. Aber es scheint, dass in Spanien die äußere Not, welche in dem allgemeinen Elende des Landes namentlich über die Geistlichkeit gekommen ist, ein Mittel in der Hand Gottes zur Bekehrung der Seelen werden dürfte. Ein Geist der Prüfung und Heilsbegierde regt sich in vielen Gliedern des jüngeren Klerus. Und Einzelne haben englischen Predigern gestanden, dass sie nichts Gutes für die Kirche Spaniens hofften, solange die Verbindung mit Rom bestehen bliebe. Die britische Mission zu Gibraltar wirkt im Segen in Südspanien und findet viel Beifall unter Vornehmen und Geringen. Freilich ist das jüngste Konkordat sicherlich ein arger Störenfried der Sache des Gottesreichs auf der Pyrenäischen Halbinsel. Aber der hat ja ein Auge darauf, welcher spricht. Beschließet einen Rat und werde nichts daraus. Das Konkordat, das hier erwähnt wurde, wir erinnern uns, das spanische Konkordat war von 1851. Da hatten wir in einer anderen Sendung bereits drüber gesprochen. In Sardinien hat die römische Kirche harte Schläge erlitten und erleidet sie noch durch die erfolgte Abschaffung vieler Privilegien, namentlich der Exemption, also der Ausnehmung des Klerus von den weltlichen Gerichten und Asylrechts der Kirchen für Verbrecher. Möge Gott geben, dass mit diesen Anfängen einer bloß negativen Reformation auch die positive im Glauben an das Kreuz Christi sich verbinde. Ein gesegneter Anfang ist geschehen durch die Religionsfreiheit, welche den Waldensern, die bis dahin nur in großer Mühseligkeit unterstützt von auswärtigen Protestanten, namentlich den Königen von Preußen, Gott dienen konnten, geworden ist. Sicherlich ist es ein beachtenswertes Zeichen der Zeit, dass hier die wahre römisch-apostolische Kirche aufzublühen beginnt, nach Jahrhunderten des Schweigens und des Todes. Den von der herrschenden Roma kaum mehr beachteten Resten der Bekenner gibt ihr irdischer König die Freiheit und der Lebensboden des Himmlischen weht durch das Totenfeld. Die vom Bogler gescheuchte Turteltaube lässt sich plötzlich in den Alpen hören. Siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist weg und dahin. Mit Gottes Hilfe wird die Waldenserkirche noch die Missionskirche für Italien werden, wozu ihre Glieder als die einzigen italienisch redenden evangelischen Christen vorzüglich sich eignen. Wenn wir aber das wiedererwachende christliche Leben in Piemonts Tälern anschauen, so streift der hoffende Blick vom Lande des Petrus Waldus nach dem des Johann Hus, dem mit dem Worte Gottes einst so reich gesegneten Böhmen, und mit Freude gewahren wir, dass auch hier die Blutströme die Gegensaat nicht gar vertilgt, der Scheiterhaufen Flammen das evangelische Leben nicht gar oder ganz erstickt haben. Auch dort regt sich's nicht unbedeutend, die Zahl der Bibelleser soll trotz österreichischer Polizei groß sein, und jährlich bekehrt sich eine Anzahl Priester zu dem rechten Hohenpriester, also Jesus Christus. Doch wenden wir uns nach Italien zurück. Nun, über alles, was der Autor hier gerade eben gesagt hat, das klingt sehr schön und blumig geschrieben und sehr positiv in der kommenden Entwicklung, nur leider hat Rom es dann doch geschafft, überall einen Dämpfer draufzusetzen. Die hier benannte waldensische Kirche, die ja die Vaudois sind, die, wie sagt man das im Englischen, the Valley People, also das sind die Menschen aus den Tälern, ja, die in den Tälern des Piemont gelebt haben und auch in den Bergen von Piemont gelebt haben, also das ist Nordosten Italien oder Nordwesten Italien oder Südosten Frankreich.
Diese Waldenserkirche ist im Laufe der kommenden Jahre, nachdem dieses Buch geschrieben wurde, von Rom so infiltriert worden, dass sie ökumenisch sind. Man findet auch heute noch, im 2021, noch die Waldenserkirche, nur leider hat sie nichts mehr von ihren früheren Lehren übrig. Sie ist vollkommen ökumenisch geworden. So viel dazu. Und Johann Hus, dann sprechen wir über Tschechien. Und wir wissen, dass Tschechien nach dem Zweiten Weltkrieg als ein Land aufgewacht ist, das verbunden wurde mit der Slowakei. Die Slowakei ist erzkatholisch und die Protestanten in Tschechien wurden mehr oder weniger durch die katholischen Slowaken eher und nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Zusammenfügung in die Tschechoslowakei durch den Kommunismus auch mehr oder weniger ausgerottet. Da regt sich heute auch nicht mehr viel Protestantismus. Also hier zeichnet der James Atkin Wiley zwar im Prinzip schöne Bilder, aber die sind dann doch nicht so in Erfüllung gegangen, wie sie in Erfüllung hätten gehen können. Ja, ja. Also ich denke, er hat ja die Sache noch nicht kommen sehen, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Nein, das konnte er ja noch nicht kommen sehen. Das konnte er nicht. Und ich denke, wenn ich das anschaue mit dem 9-11, das ist ja auch eine Art, wie nennt man das, ein Trauma, wie da ausgelöst wurde. Mhm. Und wenn ich das anschaue jetzt mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, das war ja auch ein totales Trauma, da brach ja auch alles zusammen. Ja, vor allen Dingen hat das dem Protestantismus das Genick gebrochen, ne? Genau, ja, das kommt noch dazu. Ja, aber diese Träume wurden niedergeplatzt, niedergedrückt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Protestanten genau wie die Juden verfolgt wurden im Zweiten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg. Nur, da spricht ja niemand von. Ja, man spricht ja immer nur von den Juden und anderen Völkergruppen, von den Protestanten, die werden so gut wie nie erwähnt, ne? Aber die wurden auch aufgerieben da in der Zeit. Und der Protestantismus wurde ziemlich gut vernichtet, vor allen Dingen im Nachlauf des Zweiten Weltkriegs, wo man eben Preußen unter die DDR gestellt hat, nicht den großen Teil. Ne? Und Preußen war ja noch eine protestantische Hochburg, war zwar freimaurerisch von der Leitung her, also von daher auch nicht 100% protestant, aber doch ansonsten im Großen und Ganzen der Regierung doch mehr oder weniger protestantisch. Und das wurde auch durch die DDR kaputt gemacht. Ne? Deswegen haben sie ja damals den mittleren Teil Deutschlands, weil die DDR, das sogenannte Ostdeutschland, war ja niemals Ostdeutschland, das war Mitteldeutschland. Mhm. Ostdeutschland liegt noch ein bisschen weiter nach Osten hin, da wollen wir jetzt mal gar nicht groß drüber diskutieren. Aber diesen Mittelteil von Deutschland, da wo der Protestantismus groß war, was wir heute als die neuen Bundesländer kennen, das waren ja erzprotestantische evangelische Bundesländer, bis auf Thüringen, glaube ich, ausgenommen, die sind, glaube ich, ziemlich katholisch. Da haben sie ja mit dem atheistischen Kommunismus der DDR ganze Arbeit geleistet, um da den Protestantismus auch auszutreiben. Ne? Und das konnte man natürlich 1850 noch nicht sehen, schon gar nicht ein englischer protestantischer Schreiber wie der James Atkin Wiley. Wie gesagt, er malt hier schöne Bilder, die auch hätten aufgehen können, die aber nicht aufgegangen sind. Es hat dann doch anders kommen sollen. Ja. Ich habe dann auch immer gedacht, dass wir dann, also die Oberschlesier, nicht vertrieben wurden, weil wir halt da in diesem Industriegebiet für die Arbeit gebraucht wurden. Aber wenn man auch bedenkt, dass Oberschlesien mehr katholisch war und Niederschlesien protestantisch, ja, dann könnte man überlegen, dass das vielleicht der Grund gewesen ist, wieso die einen in der Heimat gelassen wurden und die anderen vertrieben wurden. Also die Protestanten vertrieben und die Katholiken da blieben. Ja, also zumindest die Teilung Oberschlesien, Niederschlesien. Also die einen wurden vertrieben, die anderen nicht. Also die katholischen Gebiete, denke ich mir, sind das vorwiegend gewesen. Oberschlesien, die wurden nicht vertrieben und die Niederschlesier, die waren dann vorwiegend protestantisch und die wurden vertrieben. Ja, das macht doch Sinn. Ne? Die Protestanten auseinandertreiben und die Katholiken dort lassen. Und die Katholiken dann noch die alten Länder und Besitztümer der Protestanten übernehmen lassen. Das ist ganz uralte, typische römisch-katholische Politik, ja.
Nur ich und vielleicht auch viele haben gedacht, dass das wegen der Arbeit ist, weil halt da in Oberschlesien die so eine Art Ruhrgebiet ist, auch so ein Ja, aber das ist ja nun mal der große Trick des Papsttums, Marius. Den solltest du als bibelgläubiger Christ natürlich inzwischen durchschaut haben. Mit diesen Aktionen in der Welt, ja, mit weltlichen Gründen von, auch das geht um Arbeitsplätze, es geht um Rohstoffe, es geht um dies, es geht um das, damit verbirgt man seine spirituelle Agenda, die dahinter steckt. Das ist doch heute mit Corona nicht anders. Da werden diese ganzen weltlichen Probleme vorgeschoben, um die spirituellen, die geistigen Probleme, die dahinter stecken, zu verbergen. Die geistige Agenda des Papsttums agiert niemals öffentlich, immer verborgen, immer unten drunter, versteckt sich immer unter dem Staat, den sie vorschickt. Ja? Deswegen wäscht die römisch-katholische Kirche ja heute noch ihre Hände in Unschuld, wenn es um die Inquisition geht. Wir haben die Leute nicht umgebracht. Wir haben die Scheiterhaufen nicht angezündet. Wir haben die Beile nicht fallen lassen, um die Köpfe abzutrennen. Nein, wir haben die Leute nur verurteilt und haben sie dann der zivilen Ordnung übergeben und die hat dann die Urteile vollstreckt. Wer ist dann der Schuldige? Derjenige, der verurteilt oder derjenige, der das Urteil ausführt? Und das ist heute noch ganz genauso. Mit diesen ganzen weltlichen Dingen, weltlichen Gründen beschäftigen sie uns und wir sehen den unterliegenden, den hinterliegenden religiösen Grund sehen wir nicht. Und das, was du jetzt gerade mit Schlesien anholst, aufgrund deiner viel besseren Kenntnis der Geschichte dort, kann ich nur hundertprozentig unterstützen. Das ist ein, wie sagt man das, so ein Paradebeispiel. Das ist ein Paradebeispiel für das, was wir hier sagen. Oberschlesien war katholisch, Unterschlesien war protestantisch. Die Protestanten hat man rausgejagt, die Oberschlesien haben das alles übernommen und man hat das gemacht unter der Ägide. Ja, wir machen das aufgrund von, was hast du jetzt gesagt, Rohstoffen und was weiß ich nicht alles und ne? Das heißt, wir geben den Leuten offensichtlich ganz andere Gründe als das, was der wirkliche Grund ist. Was ist der wirkliche Grund oder wer leidet wirklich drunter? Zum Schluss die Protestanten, ne, die da rausgejagt werden. Und wenn die dann aus ihrem Gebiet rausgejagt werden und sich wieder irgendwo neu niederlassen müssen, wo lassen sie sich dann nieder? Da, wo bereits der Katholizismus ist. Und dann stirbt der Protestantismus mehr und mehr aus. Und genau das ist die Agenda dahinter. Genau das ist die Agenda dahinter. Ich war mir jetzt mit der Sache mit Schlesien so nicht davon bewusst, weil ich kenne die Geschichte da nicht so von. Bin froh, dass du das hier mal zur Sprache bringst. Es ist ja sehr interessant, dass man sich das mal eben anhört. Ja, aber das Kapitel geht dann doch noch ein paar Seiten weiter. Das schaffen wir heute nicht mehr. Dann schlage ich mal vor, dass wir hier bleiben, weil wir uns jetzt zurück nach Italien wenden, wie der Autor sagt. Und dann nehmen wir uns das für nächstes Mal vor und gehen dann nächstes Mal da in Italien rein. Und in der Zwischenzeit können wir ja noch immer mit ein paar Fragen und Antworten die heutige Lesung abschließen, wenn Marius, Alexander oder ein anderer Teilnehmer an diesem Gespräch noch eine Frage oder Bemerkung zu dem Gelesenen und Besprochenen hat. Nee, wie immer, da spreche ich in große Leere. Ja, nicht groß. Nein. Nein, also mir kam nur noch wegen dem Zweiten Weltkrieg zurück, der Churchill, der hatte ja auch geplant, Deutschland ganz zu bombardieren oder zu liquidieren. Ist mir irgendwie so hängen geblieben mal. Ja, dann hat er seine ganzen Bomben nachher auf Helgoland abgeworfen, ne? Ja, oder auf Dresden, da sind ja auch sehr. Ja, auf Dresden, das war ja mit dem Zweck, Leute umzubringen. Da hat er ja eine halbe Million Absolut. Leute umgebracht. Das ist ja nicht der Punkt. Aber die haben ja nachher noch, ich glaube, die haben mehr Bomben als bis dahin im ganzen Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden, über Helgoland abgeworfen. Musst du dir mal mit der Geschichte mit Helgoland beschäftigen. Ist sehr Habe interessant. ich nicht gewusst. Okay. Noch nie Ja. gehört davon. Das ist ja die kleine Insel, die zu Hamburg gehört, oben Ja. in der Nordsee, wo ein Streit war, ein historischer Streit zwischen Deutschland und England, wem die Insel denn nun gehört. Und schließlich ist sie dann Deutschland zugefallen und die wurde mit unglaublichen Bombardements beschmissen. Das ist nur ein Felsen in der See. Warum schmeißt man da so viele Bomben hin? Ne? Interessante Frage. Kann man sich mal mit beschäftigen. Sonst habe ich nichts mehr für heute Abend. Gut, und da sonst ja auch keine Wortmeldungen mehr kommen, dann wollen wir die Lesung für heute mal abschließen und dann kann Ja, ich euch man hier. muss auch gönnen können.
Was muss man gönnen können, Michael? Ich mache genug Lesungen schon mit dir und mit anderen. Und bei den Lesungen höre ich immer aufmerksam zu und freue mich über jede Wortmeldung, die dann von Marius oder von Alexander oder von wem auch immer kommt. Weil ich sage immer, man muss auch gönnen können. Wenn ich wieder anfange, dann überziehen wir wieder. Und dann, ich bin immer froh, wenn Alexander und Marius, die haben, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Mir auch. Ich bin auch dankbar für die Beiträge. Aber ich freue mich auch immer auf deine Beiträge, Michael. Ja, wenn die alle schon das sagen, was mir im Kopf rumgeht und ich habe sonst nichts damit beizutragen, außer dass Helgoland ja heutzutage deswegen so zerklüftet ist anscheinend. Das ist ja sehr interessant. Muss ich mir mal angucken. Ja, musst du mal machen. Gut, dann belassen wir es dabei und dann könnt ihr euch ganz sicher schon freuen, dass es nach dieser 64. noch eine 65. Sendung geben wird, weil wir sind immer noch nicht am Ende des Buches angelangt. Es hat fast den Eindruck, ich zögere das Finale künstlich heraus, aber das tue ich nicht. Nur das Buch bietet so interessante Perspektiven in den Kapiteln, die wir zuletzt gelesen haben und die wir jetzt lesen und die wir auch in der Zukunft noch lesen werden, dass wir immer wieder dazu natürlich den Link legen in die Gegenwart heute. Und das ist ja im Grunde auch das Wichtige. Das ist genauso wichtig, wie wenn man die Bibel liest. Wenn man die Bibel liest und man versteht die Prophezeiungen darin, dann versteht man, dass die Prophezeiungen der Bibel nichts anderes sind als Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde. Heute haben wir über 2000 Jahre Geschichte, um zurückzublicken und dann zu sehen, wie diese Prophezeiungen sich in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart im Augenblick erfüllen. Weil wir sind noch nicht am Ende des Buches der Offenbarung. Wir sind da mittendrin. Wir sind mittendrin in dem großen Streit zwischen Gut und Böse. In dem Streit zwischen der Braut Jesu Christi hier auf Erden und der abtrünnigen Tochter aus Babylon. Und deswegen sollten wir auch heute wählen, für wen wir streiten. Für die Braut Jesu Christi oder für die Hure von Babylon. Trefft eure Entscheidung heute und trefft eure Entscheidung, nachdem ihr die Bibel gelesen habt und genügend Weisheit und Erkenntnis aus dieser Schrift gezogen habt, um eine gute Entscheidung für eure Wahl treffen zu können. Deswegen auch bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Mach an.